Willkommen zurück bei Griffikin 666. Wir starten gerade in ein Classic-Match von Mobile Legends. Einen kleinen Sprachfehler habe ich heute Morgen auch schon. Wir wollen einfach mit Hanabi spielen und hoffen, dass das Team sich von uns ein wenig anpasst. Ich benutze meinen Lieblingsskin, auch wenn ich eigentlich den Epic-Skin besitze. Spiele ich relativ ungern mit ihm. Ich weiß nicht warum, irgendwie spiele ich dann schlechter. Ich kann es nicht erklären, das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Allerdings ist es so. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze so wird. Ob wir das Match gewinnen. Wir haben keinen Tank mit dabei. Das wird natürlich zum Riesenproblem. Werden dieses Matchup, denke ich, verlieren, wenn wir nicht einen Tank bekommen. Freya als Fighterin, keiner switcht. Ich habe leider schon auf Bestätigen gedrückt, sonst würde ich jetzt zu Atlas zurück switchen. Was ich jetzt gerade leider aber nicht mehr kann. Was ich tatsächlich sehr ärgerlich finde. Weil so wird dieses Matchup wahrscheinlich relativ schnell vorbei sein und wir werden wahrscheinlich auf den Kopf bekommen. Ich bin einfach mal gespannt, ob wir es trotzdem gewinnen können. Ja, das Matchup startet. Mal gucken, wie die Gegner aufgestellt sind. Jawohl, wir haben auch eine gegnerische Hanabi, eine Wanwan, Estes, Aurora, Fanny. Ja, das sieht sogar tatsächlich nach einem fairen Matchup aus, da der Gegner auch tatsächlich keinen Tank dabei hat. Das heißt, es wird ein lustiger Kampf werden. Für sie, glaube ich, fast noch schwerer als für uns, da wir wenigstens noch Freya mit dabei haben, die einiges an Schaden aushalten kann und uns im Notfall dann dort unterstützt. Sie wird jetzt relativ durch die Gegend wüten, gehe ich von aus. Obwohl, ja, zwei Fannies haben wir auch noch. Das Ganze wird ein kurioses Matchup, würde ich behaupten. Ich bin einfach mal gespannt, was bei diesem Match rauskommen wird. Das ist jetzt gerade tatsächlich sehr faszinierend. Ja, laufen wir mal los. Ich würde gerne endlich meine Sacred Statue bekommen für Hanabi. Allerdings kriege ich die tatsächlich nur aus einer Kiste, die momentan nicht in meiner Kategorie liegt, wo ich sie kaufen würde. Ja, Freya kommt direkt mit mir mit. Das finde ich jetzt natürlich sehr gut. Das heißt, wir können tatsächlich eventuell Gegner abfangen. Die gegnerische Hanabi ist mit dabei. Wir greifen einfach mal direkt die Lane an. Zwei Gegner, sehr schön. Wanwan da mit dabei. Wanwan kriegt von mir auch einen Hit. Wanwan kriegt mehrere Hits von mir, sehr gut. So, Freya geht da rein. Ich werde hier lieber unten weiter farmen erstmal. Den Teamfight erstmal noch nicht beistehen. Sondern mein Level 2 erreichen, damit ich überhaupt meine Schussfähigkeit bekomme. Was ich persönlich sehr gut gebrauchen kann, um überhaupt etwas mehr Damage zu machen. Ich wähle als erstes mal die erste Fähigkeit, um schnell die Lane abzufarmen. Allerdings war es jetzt in dem Teil, in diesem Match nachteilig. Da Freya ganz einfach mit mir mitgekommen ist. Das ist jetzt gerade ein sehr interessantes Matchup mit den beiden Marksmen tatsächlich. Wanwan zieht sich zurück. Das ist jetzt unser Vorteil. Dadurch können wir jetzt tatsächlich ein wenig pushen. Was wir jetzt gerade auch tun werden. Wir holen uns den Goldbuff. Freya, was machst du? Das muss mir jetzt erklären. Also entweder hatte sie einen Lag oder sie wusste noch nicht, dass sie Schaden kassieren wird von diesen Angriffen. So,
So, wir werden jetzt gleich einfach mal die Augen von uns entfernen, da sie sonst gleich ihr Special auf mich anwenden kann, was für mich sehr tödlich wäre. Wir sind aus den Augen rausgegangen. Was uns da sehr weiterhilft. Wann ist halt tatsächlich manchmal doch gefährlich, vor allem wenn dann ihr Ulti mit ins Spiel kommt. Sie farmt jetzt gerade aber auch nicht an der Stelle weiter. Das heißt, ich farme die Lane einfach mal komplett weiter ab. Bin noch Level 4, was ich persönlich jetzt nicht so dolle finde. Ich versuche den ungefährlichen Weg zur Turtle zu gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die gegnerische Wann sich die holen wird. Nein, tut sie nicht. Das heißt, wir nehmen noch diesen Mob hier eben schnell mit. Da bekommen wir auch wieder Gold, holen uns schnell die Turtle. Nein, er rennt weg. Ich wollte die Turtle holen, Junge. Jetzt kriegen wir die Turtle doch nicht. Nein, da kommt die gegnerische Hanabi. Das heißt, ich unterbreche mein Vorhaben mal kurz. Werde mich hier um das große Monster bemühen in der Zeit, dass ich meinen Buff bekomme und dort ein bisschen loslegen kann. Meine Schuhe habe ich auch endlich. Ja, es könnte ziemlich knapp werden mit dem Monster killen. Allerdings wird meine Fähigkeit nochmal deaktiviert. Jawohl, wir kriegen den Buff. Was sehr gut ist. Dann holen wir uns schnell einmal die Heilung, und springen mit den Leuten zusammen zur Turtle oder auf die Bottom Lane kurz wieder. Und versuchen jetzt mit in die Teamfights einzusteigen. Da ist noch die gegnerische Fanny, die dürfte jetzt wegsterben. Mein Team ist da relativ gut, muss ich sagen. Wir können uns den gegnerischen Turm einverleiben. Das haben wir getan. Dann werde ich jetzt tatsächlich noch die Turtle dazu holen. Diesmal sollte es kein Problem sein. Ich habe zwar wieder die Heilung nicht, aber mache jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden, ja. Das sieht besser aus. Meine Heilungsrate ist jetzt höher geworden. Das heißt, wir könnten sie, glaube ich, locker bekommen. Turtle ist unter der Hälfte. Wir sind noch über der Hälfte an Lebensenergie. Danke, Turtle. Ja, unsere Fanny legt da oben richtig los. Das gegnerische Team hat sie komplett zerstückelt. Es wird ein Win für uns, obwohl ich wirklich noch gar nichts eigentlich getan habe. Freut mich natürlich trotzdem. Ich werde eine schlechte Bewertung bekommen, keine Teamfights, nichts. Allerdings werden wir uns jetzt natürlich auch langsam mit einmischen. Wir können direkt zwei Türme hintereinander holen. Da kommt Estes. So, den Turm haben wir uns auch geholt. Sehr gut, es läuft. Das Match sollte gewonnen werden. Da oben ist der Teamfight, wir steigen jetzt mit ein. Damit wir überhaupt irgendwas geregelt bekommen. Geslowt worden. Ich muss mal kurz Lebensenergie zurückholen. Das heißt, wir killen mal schnell wieder einen Mob. Nebenbei. Holen uns wieder die Turtle.
Jawohl, die Turtle sollte auch locker unser sein. Wir machen es kurz zu zweit. Sehr gut. Weiter geht's. Auf in den Fight. Da kommt Gold von den Münsterchen rein. Dann nehmen wir die gegnerische Lane auseinander. Weg. Weiter geht's. Nächster Turm ist fällig. Eudora und ich, wir passen da gut zusammen und spielen die Türme kurz runter, damit das Laning-Game nicht zu gering gerät. Ich meine, die Kills kommen rein. Ja, da holen wir uns auch schnell noch ein paar Kills. Wir sind immer bei 3-0-2 mittlerweile. Also keiner gestorben, Teamfights gewonnen. Oh nein, da haben wir schon gewonnen. Sauberes Matchup, Leute. GG. Super, das war wieder bei Griffin 666, ein Mobile Legends Match. Es war nicht so krass, wie ich es erwartet hatte. Wir sind natürlich nicht MVP geworden. Das ist eindeutig die Fanny geworden mit 11 Kills. Wir sind bei 6 Kills und 5 Teamfights. Easy win. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder da. Leute, vergesst nicht zu abonnieren und noch ein Like da zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.